Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Artjan, aka Gameplayzocker. Und heute gibt es wieder mal ein erneutes Tutorial-Video zum Spiel Call of Duty Modern Warfare im Bereich Warzone. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr die beste Waffenklasse für Warzone erstellt. Beziehungsweise was ihr am besten da einpackt, denn ihr habt nämlich die Möglichkeit, euch entweder random, je nachdem wo und wann sie spawnen, oder für 6900 Plunder ist das, glaube ich, kostet das, eine Waffenlieferung zu erkaufen, wo ihr selbst erstellte Klassen verwenden könnt. Und meiner Ansicht nach die beste Waffenklasse dafür zeige ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich dabei um das Sturmgewehr Ram 7 als Hauptwaffe, als Sekundärwaffe die AX50 und Perks und sonstige Zubehör kommen wir gleich. Wir gehen erstmal auf die Ram 7 ein. Es war erhältlich in der Season 1 im Battle Pass. Wenn ihr die nicht habt, es kommen noch mehr solche Videos. Also wenn ihr auch kein Video davon mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Like da. Ram 7 gab es in Season 1 im Battle Pass kostenlos. Ich spiele sie mit der Mündung Schalldämpfer und dort den Monolith, um noch effektivere Schalldämpfung zu haben. Den Schaft XRK Nahkampfschaft, sodass ihr auf nahe Entfernung auch gut euch bewegen könnt und auch auf mittlere Entfernung noch gutes Aim habt. Fingerfertigkeit als extra gemustertes Griffband für noch mehr ZV-Geschwindigkeit und den Kommando-Vordergriff. Als zweites nehme ich die AX50. Dort habe ich noch nicht all mein Equipment, was ich eigentlich drauf haben will, von hier freigespielt. Als erstes fangen wir... So, da waren jetzt gerade ein paar Mates von mir. Wir machen weiter mit der AX50. Hier habe ich zwar noch nicht alles freigeschalten, was ich haben möchte. Und zwar habe ich da aber als erstes den Schalldämpfer Monolith drauf, um halt so wenig Geräusche möglich zu machen. Den Single Arms Meisterschützenschaft als extra die Fingerfertigkeit, ganz wichtig, um in nach 5 Schüssen schnellstmöglich wieder genug Munition parat zu haben. Und den gummierten Griffband für bessere Rückschlusskontrolle. Ganz wichtig, damit ihr die AX50 als Zweitwaffe auswählen könnt, das ja eigentlich eine Primärwaffe ist, müsst ihr das Perk Overkill einpacken im zweiten Extra-Slot. Als erstes Extra benutzt ihr kaltblütig, das sind, dafür seid ihr dann nicht sichtbar für Thermalvisiere und für KI-Zielsysteme. Und als letztes bin ich mir noch nicht ganz sicher, Kundschafter ist aktuell drin. Ich kann aber auch sehr den Fährtenleser empfehlen, weil dort seht ihr dann, wo Gegner langgelaufen sind, anhand von roten Fußspuren auf dem Boden. Und Kundschafter ist, wenn halt auf euch gesniped wird, seht ihr das halt auf dem Monitor, weil dieser sich dann in der Ecke, von wo der Gegner kommt, sich orange verfärbt. Mit dabei als Primärgranate ist das C4. Wobei ich hier auch die Semtex sehr empfehlen kann. Und als Taktik muss einfach die Stim mit dabei sein. Was ich aber auch empfehlen kann, ist der Headshot-Sensor, um da auszuchecken, wo die Gegner sich möglicherweise aufhalten. Das ist, überlasse ich euch, entweder Stim oder den Headshot-Sensor. Und muss auch dazu sagen, man kann eigentlich auch beides im Game easy finden. Ich würde von daher die Sim mitnehmen, um euch schnellstmöglich ein Gefecht hochzuheilen. Das war auf jeden Fall meine erste Klasse zum Call of Duty Warzone. Schreibt mir mal, wie ihr eure Klasse spielt und wie ihr euch diese Klasse gefällt. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag auf YouTube oder in Real Life. Schau, euer Artjan, aka Gameplayzocker. Got you on the stand, give it to me. Push your mind, we can forge through the corner of the globe.